wartest du schon auf dein Kälbchen. Hier kommen jetzt die Kühe aus dem Stall, die gerade Kälber haben. Wir haben hier eine muttergebundene Kälberaufzucht auf dem Dottenfelder Hof. Das heißt, die Kälber dürfen direkt bei ihren Müttern trinken. Und dazu kommen die Kühe eben nach dem Melken aus dem Melkstall. Die Melker wissen Bescheid, melken die Kuh nicht ganz leer. Und sie kommen dann eben hier zu unserem Kälberkindergarten. Und wenn dann die ganzen Kühe da sind, dann werden die Kälber, die eben Milch bekommen dürfen, rausgelassen und können zu ihren Müttern. Sie können dann eben erstmal trinken, haben aber auch noch Zeit, um ein bisschen zusammen zu spielen. Die Möglichkeit, Kontakt zwischen Mutter und Kind zu haben. Morgens haben sie da eine Dreiviertelstunde und abends eine Dreiviertelstunde. Es ist nicht so, dass die Kälber immer nur bei ihrer eigenen Mutter trinken würden. Wir sehen es hier ja gerade, es ist nicht der Fall, dass die Kuh hier gerade Drillinge gehabt hätte, sondern es trinken einfach drei Kälber bei ihr. Manche Kühe lassen das einfach zu, manche Kälber trinken zum Teil lieber bei einer anderen Kuh erstmal als bei der eigenen Mutter. Andere wollen in erster Linie bei der eigenen Mama trinken. Das ist ganz unterschiedlich. Und manchmal ist es auch so, dass wir natürlich auch Kühe dabei haben, die mögen das gar nicht gerne mit den Kälbern und die werden dann einfach ganz normal gemolken und dann übernimmt eine andere Kuh die Funktion der Amme und das Kalb kann dann eben bei ihr einfach mittrinken.